Ab geht es an der Yama mal wieder. Zweiter Tag, zweiter Test und auch der scheint gut loszugehen. Also, zweite Mal ausgeworfen hier. Das heißt, gestern Abend hier auch schon mal ausgeworfen. Und jetzt gerade eben auch nochmal, ja, neu getestet hier das Ganze. Nächster Tag, neues Glück. Gestern Abend war es verregnetes Wetter und heute ist es, ja, bewölkt. Ich bin gerade erst eingeloggt. Gleich mal gucken, wie das Wetter sich so entwickelt heute. Und ja, es sieht schon mal ganz gut aus. Also wahrscheinlich hier nochmal entweder ein großer Keter oder vielleicht nochmal eine große Quappe. Gestern Abend hier an der Stelle eine Quappentrophy gefangen auf Jig. Ne? Ein Keter. Gucken wir nochmal gleich eben rein. Da bin ich ja gespannt. Gerade war schon 6 Kilo. Ich glaube, das ist ein Lachs, ne? Ja. Ein Lachs, sag ich. Ein Saibling, genau. Ein Saibling. Sehr schön. 6,5 Kilo Saibling. Schmeckt auch richtig gut. Nehmen wir gerne mit. Hier schön wieder zurück an die Stelle. Bisschen entspannt rauswerfen. Man kommt mit dem Setup natürlich richtig gut weit raus hier. Bisschen treiben lassen. Und dann einfach nur auf Jig. Jig-Führung funktioniert zurzeit sehr, sehr gut hier an der Yama. Irgendwas, ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, irgendwas ist ein bisschen anders mit den Ködern. Die klatschen irgendwie im Wasser. Man sieht das jetzt vielleicht. Die Schnur treibt immer weg, aber der Köder, der bleibt immer an der Stelle. Also ganz eigenartiges Köderverhalten zurzeit. Ja, und auch damit kommt man natürlich irgendwie klar. Ne? Das heißt, man muss bloß eben sein Verhalten dann ein bisschen ändern. Das heißt, wenn man sonst hier mit Spinnern unterwegs war oder mit großen oder breitblättrigen Blinkern, dann geht man jetzt vielleicht eher mit ein bisschen schlankeren Blinkern hier ran und jiggt hier einfach nur durch. Das heißt, sowas wie die Slim Shots, die kann man natürlich ganz gut nehmen. Alles, was so ein bisschen länglich ist. Vielleicht sogar noch die Hunter-Serie, wobei die ja auch schon relativ langsam eigentlich immer so runtersegelt. Und ja, jetzt hier in dem Fall habe ich gerade den Zander Kunstköder dran. Gucken wir mal. Na, hier vorne geht, glaube ich, nichts mehr. Und der Zander Kunstköder hat bisher ganz gut geliefert hier. So, richtig schön weit raus. Es ist fast, man sieht es jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ich werfe da hinten zu diesem großen Busch und doch schon relativ weit. Also relativ weit raus, fast bis ans andere Ufer. Und da wird dann einfach langgezogen durchgejiggt. Wie gesagt, gestern Abend viele Quappen bis hin zur Quappentrophy. Über ein Kilo. Ich gucke gerade mal eben rein. Da ist sie tatsächlich. Da haben wir die Quappe noch drin. Genau, hier auf den Zander Kunstköder an der Yama 10,1. Ja, kann man doch machen. Geht also auch ganz gut. Und gestern war es dann, wie gesagt, verregnet komplett. Jetzt ist es auch schon relativ kühl. Wir gucken mal eben. Wobei es wird wärmer. Also wir haben es jetzt gerade unter 10 Grad. Das ist soweit gut. Sowas ist natürlich angenehmer, ne? Unter 15 Grad deutlich angenehmer für nochmal ein bisschen bissfreudigere Lachse und Co. Und ja, ich teste jetzt hier schön einfach mit dem Jiggen und auch mit verschiedensten Ködern hier an der Stelle. Das Gute hier an der Stelle ist, es ist nicht weit weg von der Base, sonst stehe ich ja immer gerne hier und werf hier an diese Kanten. Also diese Kanten ab, also entweder schräg, hier so ein bisschen flacher oder eben ganz flach. Das ist da vorne direkt an den Stein. Und ja, gestern ging eben hier in der Richtung doch immer mehr. Und deswegen habe ich mich dann hier hingestellt und es war gut. Na guck, erster Wurf hier mit dem anderen Köder. Jetzt gerade mal den Köder gewechselt auf den Slimshot. Gerade nachts, so in dieser Zeit jetzt, also so zwischen 12 bis ungefähr 3, 4 Uhr. Das ist nicht wirklich eine lange Zeit. Manchmal geht es so bis 12, 1 Uhr sogar noch ein bisschen was rein. Aber dann irgendwann ist so ein bisschen Flaute. Und so gegen 4 Uhr fangen sie so langsam wieder an zu beißen. Also so ein bisschen Nachtflaute hat man hier schon. Gerade in der Nacht gehen dann ja ab und zu dann auch, ja, entweder die Quappen oder eben dann auch
die, na, das was Rotes. Na, das ist ja auch nicht schlecht. Die Keterlachs hat man ja sonst auch immer dran. Aber Rotlachs nehmen wir natürlich auch gerne mit. Gerade in dem Gewicht, 2,4 Kilo. Schmeckt. Direkt nochmal wieder raus, das Ganze. Schön weit rüber zu dem Busch. Ja, und jetzt hier gerade, wie gesagt, den gerade schon genannten, den Slimshot in Schwarz. Funktioniert auch immer wieder gut. Und auch hier das Ganze einfach nur durchjiggen. Jetzt habe ich gerade nicht ganz so weit geworfen. Oh! Hat er direkt Bock. Geht direkt einer rein. Oha. Oha. Ich bin hier mit relativ feinem Setup. Ich zeige gleich nochmal die eben das Setup. Aber das ist auch schon mal wieder ein gutes Zeichen. Gerne solche Brocken, die auch richtig Bock haben und direkt reinschießen. Ja, wie wichtig es ist, doch vorher die Bremse immer schön weit unten zu haben. Vorsichtshalber mal lieber nochmal 2 Stufen tiefer stellen, wenn dann sowas passiert. Eieiei. Wenn es eskaliert, dann halt nicht zu heftig, nicht das, was abreißt. Ich meine, ich bin hier mit, entweder bin ich mit 9 oder mit 12 Kilo hier unterwegs. Also relativ fein. Muss ich gleich nochmal gucken. Gerade eben noch gar nicht reingeschaut von gestern Abend das Ganze. Aber das ist doch schon wieder ein ganz gutes Zeichen. Ja, so können sie gerne reinrasseln hier. Und wie gesagt, ja, neben dem selbstgemachten Zander Kunstköder, der Slimshot hier eben einer der wichtigsten und fängigsten. 15 Gramm, eben auch super gut. Der nächste Keter, ne? Ja, 7, 8 Kilo vielleicht. Ja, 15 Gramm Slimshot. Richtig, richtig gut, absolut essentiell. Das Schöne ist auch die verschiedenen Farben. Also diese Serie lohnt sich. Und wenn ihr hier unterwegs seid mit dem Karma Mechter Setup, ich verlinke nochmal das Video zum Yama Set Start, welches man sich aber schon so ab Level 20 ungefähr kaufen kann, da lohnt es sich schon. 6,5 nochmal, der hatte nochmal richtig Bock hier. 6,5. So, jetzt werfen wir nochmal aus, lassen den so ein bisschen wegtreiben, wenn er den treibt. So, und in der Zwischenzeit gucken wir kurz rein. Ja, 12,3 Kilo Fluoro komplett. Übrigens gestern nochmal den Test gemacht hier. Gleiches Set, also gleiche Route, gleicher Köder, gleiche Schnur. Nur eine andere Rolle genommen. Und zwar habe ich mal die Goliath getestet hier. Katastrophe. Du fliegst, also die Köder fliegen 3,50 Meter weit. Und mit der Rolle jetzt hier, also 30.000er im Vergleich zu 8.000er, hier fliegen direkt irgendwie im Vergleich dazu 20 Meter weit. Also ein Vielfaches weiter mit der 8.000er, die 30.000er zum Weitwerfen. Absolute Katastrophe. Also zum Schleppen vielleicht noch eine gute Idee, aber zum Weitauswerfen ganz, ganz, ganz mies. Gar kein guter Plan, ey. So, es wird schon langsam wieder hell. 4 Uhr, perfekt. Das heißt, wir können hier schön in den nächsten Tag reingehen. Und ich werde auch genau so hier weiter durchziehen. Vielleicht mal so 2-3 Umdrehungen machen. Wieder ein bisschen warten. 2-3 ist die Jigführung, die bleibt ja ziemlich lange bestehen hier. Von daher nutzen wir das einfach aus. Und ja, wenn hier so ab der Mitte dann irgendwann auch nichts mehr geht, dann direkt nochmal durchziehen, rauswerfen, wieder bis nach ganz hinten. Und dann ballern sie hier rein. Ja, wie gesagt, relativ wichtig, weit rauskommen. Also ich habe jetzt mehrfach, wenn ich voll auswerfe, lande ich glaube ich schon auf dem anderen Trockenen, auf dem anderen Ufer. Soweit eben nicht. Aber so annähernd, das muss man einfach ein bisschen testen, wie viel Energie man hat, wie die Route gerade ist, mit welchem Köder, dass man eben richtig schön weit rauskommt, fast bis zum anderen Ufer, dann läuft das in der Regel ganz gut. Und meistens beißen auch direkt welche rein. So, hier ist nochmal der Köder, genau der Slimshot. Hier ist gerade mit einem Viererhaken nur dran. Deswegen, weil ich hier drauf auch schon zuletzt mehrfach den Scherechnev Saibling hatte. Ich werfe jetzt mal maximal aus. Na guck mal, geht doch. Scherechnev Saibling, einer der seltensten Fische hier. Und den hätte ich gerne auch. Und der ist ein paar Mal jetzt schon auch hier auf diesen Köder reingegangen. In richtig groß.
Und da muss es, glaube ich, dann nicht ein 1-0er-Haken sein oder vielleicht sogar noch größer. 2-0er, 3-0er werden ja auch gerne hier verwendet. Sondern da gehe ich jetzt einfach gezielt eher auf die etwas kleineren Haken mit dem 4er-Haken. Ich denke, das passt. Auch größenverhältnismäßig passt das auch ganz gut. Das ist jetzt nicht so ganz unharmonisch. Das ist immer noch von der Größe her ganz passend. Und bäm, so soll das sein. Einfach ein bisschen durchschicken und dann ballern sie rein. Ja, also relativ durchwachsen hier die Stelle. Aber sie funktioniert und liefert recht große Fische bisher. Ob das jetzt, wie gesagt, in der Nacht die Quappe war, das war dann eher bei starkem Regen, bei Regenwetter. Oder dann jetzt hier die doch recht großen Keterlachse. In der Gewichtsklasse bin ich da auch voll okay mit. Die können dann gerne da reinballern. Rotlachs jetzt gerade, die Seesaiblinge gerne auch. Also so macht das dann Bock. Die können gerne reingehen. Und dann einfach hier natürlich wieder, wie immer, Köder testen, Farben testen und so weiter und so weiter. Ich bin da, ja, nicht böse drum, auch um die Keters. Wenn hier die Frequenz stimmt, dann ist das soweit okay. Jetzt teste ich in den Morgenstunden nochmal kurz den Zander Kunstköder. Hier ist er. Der hat einen 2-0er. 2-0er Etalon drauf. Sehr, sehr guter Haken. Auch den richtig schön weit raus. Und langsam dann wieder jiggen. Bisschen längere Pause machen. 1, 2, 3 Umdrehungen. Wieder ein bisschen länger Pause machen. Und zack. Naja. Was Kleines, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Vielleicht ist es ja der Scherechnif-Saibling. Ja, so und so ähnlich geht es hier eigentlich ganz gut die ganze Zeit weiter. Gestern Abend waren es nach einer Stunde rund ein bisschen mehr über 400, zwischen 400 und 450 Silber. War okay. Dafür, dass ich noch viel rumgetestet habe, war das schon ganz okay. Klar, es war natürlich auch noch für 150 ungefähr die Quappentrophy mit drin. Die zieht natürlich auch nochmal ordentlich, aber ansonsten passt das schon. Und wenn hier die Saiblinge gezielt reingehen, dann ist das auch nicht verkehrt, denn die bringen so ab 3, 4 Kilo auch schon richtig gut Silber. So, ihr Lümmels, zieht raus, ab zur Yama, ganz auf entspannt hier mit relativ simplen Ködern. Und wie gesagt, vermehrt jetzt einfach mal testen auf Blinker mit Jig. Solange das Verhalten der Köder gerade so ist. Ich weiß nicht genau, ob das so gewollt ist. Gucken wir mal, ob da irgendwie noch was dran geändert wird. Weil das für die Spinner im Moment nicht ganz so cool ist. Also die Spinner, die fallen relativ schnell runter. Die plumpsen regelrecht nach unten. Und die treiben halt mit der Strömung nicht mehr so schön. Und man kommt da irgendwie, zack, man kommt da irgendwie schlechter so ins Spinning rein. Ganz, ganz eigenartiges Verhalten gerade. Gucken wir mal, was sich da tut. Petri Lümmels, Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.